Moin Moin Kinder, willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 Fahrheber. Wir sind hier immer noch bei den Fallenstellern, die mich schon mehrfach getötet haben, immer mit diesem schönen Pfeifgeräusch, Raketenwerfer-Scheiß. Was mich ehrlich gesagt ziemlich aufregt. Und darum habe ich mich entschieden, ihn heute auf die Scharfschützentür zu. Sag mal, bin ich behindert oder was? Ja, bin ich. Auf die Scharfschützentour zu kommen. Der Typ ist das, du kleiner Wichser. Ja, jetzt habe ich euch. Ihr verdammten, Gott, wie die mich aufgeregt haben. Und dieser Raketenwerfer-Typ, der hat mich doch mindestens dreimal weggemacht, ey. Das ist kein Problem. Jetzt werde ich da hingehen. Ja, auch einen ganzen Scheiß wegsnacken. Ups. Oh, Scheiße. Okay, ich weiß zwar nicht, wie ich gerade durch diesen Baum gegangen bin, aber was soll's? Das ist ganz schön schlau, ey. Nein. Wann werden Sie es lernen? Verdammt, so ein Sniper wäre es echt ein bisschen ungünstig, wenn man aus nächster Nähe gegen die kämpft. Aber egal, ich hoffe mal, dass mein androidischer Freund sich darum kümmert. Er läuft lieber in der Wand rein. Was ist denn nur passiert? Was ist denn nur passiert? Ich bin mal gespannt, ob er den Kampf alleine schafft. Ich hau dich in Stücke. Schlägt dein Herz, Fremdling? Wie viel hält es aus? Ha! So. Jetzt habe ich ihm doch geholfen. Wieso komme ich da nicht hoch? Was ist das denn für eine Scheiße? Bin ich voll blockiert oder was? So, was hat er denn Schönes? Naja, Fallensteller, Fallensteller, dies, Fallensteller, das. Ja, gehen wir mal weiter. Ja, ich glaube, am Ende ist man doch immer am besten bedient, wenn man. Oh, Mini-Atombombe. Guter Gedanke. Eine Fat Man. Ja, es ist so traurig, weil ich davor und erstmal noch voll gelacht hab über den scheiß Yao Guai, der dann einfach weggemacht wurde. Und dann wurde ich auf genauso eine Art und Weise fertig gemacht. Was ist das denn? Ein Terminal? Noch ein sehr altbacken aussehendes. Scheinwerfersteuerung. Hallo. Nur nicht mal gesehen, dass wir Scheinwerfer waren. Ich habe es jetzt einfach mal ausgeschaltet. Guck mal, das ist noch eine Fat Man. Gut zu wissen, also wenn ich jetzt auf der Suche nach ein bisschen Knete wäre, dann wäre das sicherlich eine Option, diese Dinger mitzunehmen. Alter. Aber so dann doch eher nicht. Ich muss mich so gesehen nicht heilen. Aber. Wäre vielleicht ganz gut, wenn ich mein Red mal loswerden würde. Und dann können wir uns auch mal ein Stündchen hinlegen. Boah, das war ein Battle, das sag ich euch, ey. Deswegen mag ich Scharfschützengewehre auch. Die sind einfach effizient. Dann stell dich mal vor, ich hätte jetzt versucht, mit der anderen Waffe gegen die zu kämpfen. Das wäre auch schon voll in die Hose gegangen. Ist da noch so ein Camp? Vor allem diese Nachtsicht ist das schön und gut, aber tagsüber finde ich die super nervig. Nicht unbedingt aktiv aus. Hallo, ist hier jemand?
hast du nicht drauf. Ah, gut. Oh, man kann in diesen Zelten auch schlafen. Das ist ja cool. Machen wir das nochmal. Guten Abend, gute Nacht. Ich hab ja ganz wenig Schaden bekommen, von daher. Aber solche Orte finde ich, sollten auch markiert werden. So. Dass man halt wieder zu ihnen zurückkehren kann. So, in welche Richtung gehe ich jetzt überhaupt? Ich glaube, ich gehe sowieso. Naja, fast falsch. Bin getroffen. Ja, okay, dafür werde ich jetzt nicht nochmal schlafen gehen. Ich hoffe nicht, dass sie das ganze Gebiet hier vermint haben, obwohl ich glaube, es sieht nicht danach aus. Macht ja auch nicht unbedingt Sinn, also dass sie vielleicht ihr Lager verminen, okay, das wäre auch nicht unbedingt das Schlauste, aber... Wenn sie ja wissen, wo die Minen stehen, kann man das ja als Sicherheit machen. Hm. Ich muss da irgendwo rüber. Das heißt, ich musste wieder durchs Wasser. Also es wäre zumindest der kürzeste Weg, durchs Wasser zu gehen. Wie wir alle wissen, ist es aber nicht immer der beste Weg. Und weil ich dann wieder Rudd-Schaden bekomme. Was ist das? Ist das eine Couch? Spielzeug außerirdischer? Nehme ich sowas mit, ey. Aber so, was von? Was haben wir hier noch? Ist da noch was drin, ne? Was ist das? Klette? Alles klar, 19 Rad, danke für nichts, ey. Wow. Das ganze Rad, das ich mir jetzt vorhin im Lager da gehalten habe, habe ich schon wieder fast drin. GG, sage ich dazu nur. Boah, ich save mal lieber. Ja, ich glaube, es waren jetzt in den letzten paar Folgen, war es echt gut, dass ich zwischendurch immer mal schnell gespeichert habe, weil ich echt sehr oft gestorben bin. Was prinzipiell natürlich erstmal nicht unbedingt gut ist. Da haben wir so ein Boot. Hallo. Was ist das denn? Aha, nee, danke. Klamuren brauche ich so eigentlich nicht. Moment. Haben Sie auch was gehört? Nein. Ich war mir so sicher, dass da was war. Ich dachte, ich hätte eine Bewegung gehört. Da war auch gerade ein Fallensteller. Oh nein, du wirst nicht. Wo ist er? Als ob ich den nicht getroffen habe. Miese Taktik, schlechte Schützen. Das wird schnell gehen. Nein, das habe ich. Alter Schwede, ey. Das nennst du einen Kampf? Ich sehe das Ziel. Weil das Haus auch wieder überhaupt nicht der Ort ist, wo ich eigentlich hin soll. Gefunden. Ich schon wieder hier in irgendwelche Kämpfe verwickelt werde mit diesen Schwachköpfen. Das ist ehrlich gesagt, was mich so ein bisschen stört. Ich mache es so schmerzvoll wie möglich. Als ob ich deinen scheiß Kopf nicht getroffen habe. Erzähl doch nicht. Ich glaube, es ist vorbei. Jetzt ist es vorbei. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Was man findet. Raybury Point. Na gut. Wenigstens hat er einen Stimpack dabei gehabt. Aber das ist dennoch nicht der Ort, an den wir müssen. Wir müssen da irgendwo hin. Sieht aber ganz schön tief aus. Nee, doch nicht. Aber das sind doch bestimmt auch wieder irgendwelche dummen Wichser, gegen die wir kämpfen müssen. Da plätschert das Wasser rum. Oh, ist das ein toter Typ? Toter Typ? Ah, lange toter Typ. Aber wir sind hier immer noch nicht richtig, ne? Also dieses Boot ist tatsächlich nicht die Lösung für unsere Probleme.
Das Wasser hier ist beispielsweise auch gar nicht radioaktiv verseucht, was ich echt merkwürdig finde. Also ich bekomme zumindest keinen Rotschaden, wenn ich hier durchgehe. Suspekt. Überall suspekt. Kann ich da nicht hoch? Boah, aus dem Wasser irgendwo hochzukommen, ist in diesem Spiel auch echt unmöglich, ja. Ich hätte nämlich noch was neben ihm gesehen. Was ist das hier? Haarklammerbox, die wollte ich haben. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der ganze Rotschaden. Oh Mann, das ist schon wieder so ein Angler. Sehr gut. Oh, zwei Angler sogar. Na komm, den einen habe ich doch jetzt gleich. Wo ist eigentlich mein synthetischer Freund? Okay, einer ist weg, der andere ist auch gleich weg. Komm schon. Was für dumme Wichser, ey. Na gut, ich würde sagen, das war auch genug Action für diese Folge. Wir werden weiter versuchen, diesen Punkt hier zu finden, aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Vorher, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.